attention this time. Schauen Sie sich diesen unglaublichen Gesichtsausdruck an und schauen Sie noch einmal die Worte an. Naja, bei diesem Virus haben die Menschen Glück gehabt, aber der nächste Virus, der wird richtig gut. Das wäre mal meine Zusammenfassung oder Übersetzung und weil es so schön war, zeige ich Ihnen den nochmal. We'll have to prepare for the next one. That, I'd say is will get attention this time. Die freuen sich richtig, die zwei. Was wäre denn, wenn die zweite Welle oder der zweite Virus die Impfung ist? Das wäre sehr praktisch, weil sie könnten auch genau steuern, wie viel Prozent der Menschen sie auf diesem Planeten lassen. Sie können darauf einen Schlag damit die Arbeitslosigkeit beseitigen und sie können auf einen Schlag die Wirtschaftskrise verschwinden lassen, weil halt leider auf einmal doch ein böser Virus in 3, 4 Monaten kommt, der die halbe Menschheit dahin rafft. Das können Sie dann Impfverweigerern in die Schuhe schieben oder ähnliches und können auf jeden Fall sagen, ja, das ist jetzt ein böser Killer-Virus und ja, das wäre zumindest eine Sache. Und warum ist das gar nicht so? Weil viele glauben ja immer noch, dass keine Zwangsimpfung vorgesehen ist. Es ist eine Zwangsimpfung im Gesetz verankert. Und die Bundesregierung hat für alle Bundesbürger Impfdosen bestellt. Warum sollte sie das tun, wenn sie die nicht benutzen wollen? Aber lassen wir doch einfach mal jemand Don't anders have zu a Wort choice. kommen. People act like you have a choice. For the world at large, normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. You don't have a choice. People act like you have a choice. For the world at large, normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. Haben Sie es verstanden? Dieser Mann entscheidet darüber, wann die Normalität zurückkommt. Dieser Mann sagt, ihr habt gar keine Wahl. Wir werden euch impfen und wir werden die ganze Welt impfen. Und das ist derselbe Mann, der sich seit vielen, vielen Jahren dafür einsetzt, dass er darauf hinweist, dass die Welt überbevölkert ist und dass wir zu viele Menschen auf diesem Planeten haben. Wer jetzt noch Zweifel hat, der hat nicht zugeschaut. Hören Sie noch mal zu. Don't have a choice. People act like you have a choice. For the world at large, normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. Ja, da freuen sich Bill und Melinda Gates. Der nächste Virus wird eine echte Überraschung. Wir müssen etwas tun. Wir müssen etwas tun. Und ich bitte Sie darum, alle, die was dafür tun, zu unterstützen. Ich versuche politisch etwas zu tun mit der Partei Wir 2020. Viele andere versuchen sich zu engagieren. Ärzte ohne Grenzen. Alles außer Angie. Lothar Hirnhäuser mit Ich bin anderer Meinung. Demokratischer Widerstand um Anselm Lenz. Engagieren Sie sich. Gehen Sie auf die Straße, gehen Sie auf die Demos. Es kommen die Querdenken-Demos in mehreren großen Städten. Nehmen Sie teil. Sie haben in Serbien gesehen, dass das Volk eine Macht hat und dass das Volk eine weitere Ausgangssperre verhindert hat. Ich möchte diese Bilder nicht in Deutschland sehen. Ich möchte aber auch nicht sehen, dass Soldaten kommen und Menschen zwangsimpfen. Bitte besuchen Sie auch meinen anderen Kanal. Ich stelle dies auf meinen Hauptkanal, weil ich gehe davon aus, dass dieses Video nicht lange oben sein wird. Gehen Sie auf Telegram. Telegram, werde ich dieses Video als erstes hochladen. Bitte verteilen Sie dieses Video. Sie finden es auf meinem Kanal Alles außer Mainstream und Dr. Bodo Schiffmann offiziell. Dort werde ich dieses Video einstellen. Wir sind viele und wir lassen uns das nicht gefallen.